Was haben wir denn hier nochmal Schönes? Sehr schön. Ah, bin ja schon drauf. Herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Heubi und heute haben wir Teil 3 unserer M870-Reihe von der Firma S&T. Die Police-Version mit freundlicher Unterstützung von Bugatti. Kommen wir nur noch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt S&T typisch in diesem schwarzen Pappkarton mit Aufschriften drauf, einem Stoffinlay, einer Explosionszeichnung, Warnhinweisen und natürlich einer Bedienungsanleitung, dem 22-Schuss-Magazin und natürlich der schönen Waffe an für sich selber. Kommen wir nun gleich zu den technischen Details der Waffe. Wie die andere ist das ebenfalls ein Federdruckrepetiersystem im Kaliber 6 mm. Die Waffe ist hop-up einstellbar, wie auch bei den anderen über die Imbusschraube hier oben überhalb vom Lauf. Das Magazin fast wie gewohnt schon angesprochen 22 Schuss, ist bei allen drei hier gleich. Die Energie liegt hier bei ca. 1,5 Joule, das haben wir natürlich für euch nachgekront. Die Länge der Waffe liegt hier bei 950 mm, das Gewicht bei stolzen 2,7 kg. Der Preis für die Police-Version liegt hier bei 149 Euro. Kommen wir hier auch gleich zu den Eigenschaften außen von der Waffe. Wie die anderen zwei schon angesprochen, ist es ein sehr schöner Metallbody in einem schwarz eloxierten Finish. Die Holzteile sind hier aus Echtholz gefertigt, hier wieder die schöne Riffelung und der etwas angenehmere Griff am Stockbereich. Die Slinghalterungen befinden sich hier in dem Fall nur vorne. Hinten ist nichts zum Anbringen eines Slings. Die Markings kurz angesprochen, wieder hier das 12GA über das Originalkaliber. Die Aufschrift Modell 870 Super Magnum, wie die anderen bereits auch schon. Das Importeurlogo Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck wandert wieder unterhalb des Hülsenauswurfes. S&T 870 in der Police-Version. Alternativ noch da hier das S&T-Logo. Ersatzteile auch hier wieder GMP-kompatibel, kann alles angebracht werden. Rohrverlängerung. Rails, andere Stocks, andere Handguard, bleibt jedem selber überlassen. Das Magazin wird hier ebenfalls wieder unten in die Waffe eingeführt. Dieses hörbar einrastet und ebenfalls durch dieses kleine Kunststoffnuppelchen kann man das durchdrücken wieder herausziehen. Darauf ist zu achten, wie bei der kleinen schon angesprochen, dass der Repetierhebel vorne gehalten ist. Gleich hier zu den Eigenschaften innen. Wie bei den anderen angesprochen, werkelt hier das gleiche. Wir haben eine Metall-Gearbox-Shell mit Kunststoffinnereien, die allerdings durch G&P austauschbar sind. Das Ganze ist eine Single-Shot-Pumpe, das bedeutet ein Schuss pro Repetiervorgang. Es ist hier nicht möglich, mehrere Kugeln gleichzeitig in den Lauf zu laden durch mehreres Repetieren. Dadurch wird der Handguard bereits schon vorab blockiert. Soweit eine Kugel im Lauf ist. Ersatzteile auch hier innen, wie gewohnt, GMP-kompatibel, kann man alles ersetzen, austauschen, tunen, wie man möchte. Wir müssen uns natürlich auch nicht wieder nehmen lassen, diese Waffe im Praxistest für euch zu spielen. Hierfür haben wir uns diesmal den David ausgesucht, der das Ganze für euch im Praxistest bewährt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Mein Fazit zur S&T Modell 870 Police Edition ist, der Schaft wackelt ein bisschen, aber beim Spielen ist es extrem gut. Du hast einen unheimlich griffigen Griff. Das Repetieren geht sehr leicht und es ist ein sehr schönes System. Kommen wir nun auch gleich zum Fazit der Waffe.
Die Police-Version ist so eine Mischung aus Ford-Off und Standard-Version. Wir haben eine mittlere Lauflänge, die die Waffe besser zu führen macht, wie ich es persönlich finde, als die Standard-Version. Gleichzeitig haben wir einen schönen Anschlag durch den integrierten Schaft wieder. Die Vollmetallbauweise tut ihr Seins zur Robustheit der Waffe dazu. Wir werden das Ding auf jeden Fall weiterhin spielen. Die Präzision für die Waffe ist okay, kann man nichts sagen. Und ja, mir bleibt jetzt halt wieder nichts zu sagen, sondern in dem Fall zum letzten Mal Worte sprechen zu lassen. Euer Heubi, FV, auf Wiedersehen.